Herzlich willkommen zurück zu World of Tanks Replays. Ich bin Tim 67 und habe heute ein Replay mit vom ES3 von mir, was ich in den letzten Tagen gemacht habe. Ich bin ja auf dem Weg ja zum Objekt 277 jetzt. So, wir gucken uns meine Panzer mal an. ES3 sollte eigentlich jedem geläufig sein. Tier 8, Heavy der Russen. Saugeiles Teil. Verzeiht viele Fehler. Für Anfang gut geeignet, also wie für mich. Weil so gut bin ich noch nicht. So, was haben wir? Wir können 1800 Damage pro Minute machen. Penetration von 225. Eine Reloadzeit von 13 Sekunden. Das ist für ein Heavy noch ganz gut, ja. Eine Einsatzzeit von 3,26 kann man mit guten Besatzung und Ansetzer und nicht Ansetzer, Stabi gut noch nach unten drücken. Abweichung von 0,38. Mal gucken. Trifft nicht immer alles. Der Schuss geht mal daneben. Fragt man sich dann auch, wo ist er hingegangen? 38 Top Speed. Ja, wir sind nun mal nicht schnell. Nein, sind wir gar nicht. Turmpanzerung haben wir 110, 90, 60, also Front, Seite, Heck. Dasselbe gilt auch für die Wandpanzerung. Wir haben 1500 Strukturpunkte und eine Sichtweite von 350 Metern. Kann man, wenn man Optiken einbaut, noch verlängern, aber für den Heavy Optiken, dafür gibt es die Lights und Mediums. Gut, auf manchen habe ich bei mir auch eingebaut, Optiken, aber braucht man nicht. Wir gucken uns das 3D-Modell an. So, da ist das gute Stück. Wandpanzerung. Unterwanne 182, Oberwanne 195. Direkt vor euch steht, habt ihr eigentlich kaum eine Chance. Die Ketten absorbieren mal so ein bisschen was. Turm, wie gesagt, kaum eine große Chance. In der Seite sieht es anders aus. Am Turm kann vieles bouncen. Hatte ich letztens auch gehabt in einem Gefecht. Das Review muss ich auch noch fertig machen. Seitenpanzerung. Fahrgestell nicht viel. Turm super, weil das so abgerundet ist. Ja, und Heck, ja gut, ist am Arsch der Welt. Wenn wir uns jetzt das jetzt im Live-Modus angucken, wer jetzt vor euch steht, könnt ihr erkennen, wie schön die Farben sich verändern. Wenn da angewickelt zu euch steht, geht das runter. Direkt so vor euch steht so. 206 oder 96, also müsst ihr schon gut zielen, wir die von das angewinkelt eigentlich daneben und der Turm, ja gut, der Wegspot hier oben ist klar. Aber genug der guten Rede, wir schauen uns mal das Replay mal an. So, wir sind auf End. Ein 3-Stufen-Matchup. Wir sind mit hier. So. Der T-34 ballert schon ein bisschen rum. Zwei Schuss vergeudet. Hat den ersten Schuss schon mitgekriegt. So, wir fahren wie üblich erstmal in die Stadt. Es gilt eine neutrale Basis zu erobern. Und das probieren wir mal. So, müssen wir hier ein bisschen Brennholz machen. An der Straßenbahn vorbei. Der Firma bin eigentlich eine zu spät abgebogen. Aber gut, das kann man ja noch nachholen. Jetzt fahren wir hier rum. Hauen die Pasch. Blick auf Medikarte. Hier steht alle hinter der Bahnstrecke. So, wir fahren jetzt einfach mal strikt hier durch. Hier scheint gar nicht zu kommen. So. Ein bisschen auf die Mannschaft warten. Steht 1:1. Der Gegner hat schon mal ein Heavy verloren, das ist schon mal gut. Mazzeli kommt auch, gut. Dann können wir jetzt auch, glaube ich, durchrauschen. Minikale stehen die alle dort drüben irgendwo. Also durch. Und das hier alles ohne Leid hier durch. Also, okay. Hier haben wir ein T28.
richtig fieses Teil. Aber der ist auf unserer Seite. So, jetzt laufen wir erstmal im Stadion ein. So, in 2,5 Minuten schon fast vergangen, wir haben noch keinen einzigen Schuss gegeben. Ah, okay, soll ich ihm folgen? Ja klar, machen wir doch. Klar. Wir fahren eher in die Richtung. Da haben wir Lorien aufgeklärt, das war gut. Dann sind wir halt auch offen. Gut. Was haben wir da oben? Einzige Zeit, die ist besser. Oh, D34 steht da oben noch. Okay. So, einmal kurz getrackt. Kriegen wir Spottschaden, das ist gut. Gleich ist er weg. Ah, da war die Arti. Was haben wir da oben? Haben wir eine Su? Die haben wir auch weg. War ein bisschen HP bis er fallen lassen, aber es geht. Der ist gebounced. Sag hier. Oh, hier ist das Wespennest. Hier habe ich ein Wespennest gefunden. Da war wieder blöde Arti. Mal angehen. Kann man Komet, der guckt, der interessiert es. Ja, das meinte ich vorhin, ne? Der Schuss war eingezielt, wo ging der hin? Na, Komet. Sag ich doch, bing. Sag tschüss. Okay. Komet hat Kette gezogen, gut. Und der HTC ist raus. Meckert gleich wieder. Ja. So, voll in die Fresse nochmal den Komet. Da steht ganz viel noch zum Absahen. Aber wenn den Rheinmetall noch kurz mit. Mit 2300 Schaden. Schönes Gefecht, läuft. Fall er weg. So, Rheinmetall nehmen wir auch nochmal einen mit. Da waren es nur noch zwei. Jetzt waren es nur noch eins. So, kriegen wir noch was vom Löwen mit? Nein, leider nicht. Vom Löwen kriegen wir nichts mehr mit. So, wir haben gewonnen. Schönes Match. So, gucken wir uns die Stats mal an. So. War First Class. Kleines Geraffel nur. So. Vom Schaden sind wir zweitbesten. Von der Erfahrung sind wir der Beste. Also das Ding kann schon richtig Spaß machen. So. Von den 35.000 konnten wir 18.000 mitnehmen. Aber ja, wir mussten das Repair-Kit einmal ziehen. Kostet ein bisschen was. Ja. Denke mal, das soll zu diesem Replay gewesen sein. Kritik, Anregungen schreibt in die Kommentare rein. Ich würde mich freuen. Und bis dahin sage ich tschüss und auf Wiedersehen. Euer Tempo 67. Ciao.